Jetzt wird ja die Arbeiterkammer im Speziellen 100 Jahre alt. Was geben Sie der AK für die kommenden 100 Jahre mit auf den Weg? Was sollte sie Ihrer Ansicht nach beibehalten oder weiterhin anbieten? Und was kann die Arbeiterkammer auch besser machen? Was würden Sie jetzt kritisieren, wo es Verbesserungsbedarf für die Zukunft gibt? Geburtstagswunsch von dir an die Arbeiterkammer Steiermark. Könnten Sie noch einen Geburtstagswunsch zum 100. Geburtstag der Arbeiterkammer formulieren? Wenn Sie irgendwelche individuellen Geburtstagswünsche der Arbeiterkammer wünschen können, was würden Sie der Arbeiterkammer für die nächsten 100 Jahre wünschen? Sie möge noch lange und gesund leben und es möge ja der Geldhahn nicht abgedreht werden, so wie einige das jetzt vorhaben. Ja, das Gleiche. Viel Glück, ein langes Leben, und das ist natürlich auch nur möglich, wenn die Mitglieder der Arbeiterkammer uns auch gerne unterstützen. Und da muss man einfach auch immer daran arbeiten, dass den Menschen bewusst ist, dass nur durch die Arbeiterkammer ihre Interessen so breit vertreten werden können, weil was einer nicht schafft alleine, schaffen viele gemeinsam natürlich viel leichter. Also mein innigster Wunsch ist es, dass die Arbeiterkammer die gesetzliche Interessensvertretung auch zum 200. Geburtstag noch diese Bedeutung und diesen Stellenwert einerseits für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, andererseits aber für die gesamte Gesellschaft haben möge. Ja, ich kann mit diesem Wunsch eigentlich nur bedingungslos anschließen. Ich wünsche der Arbeiterkammer, dass sie jetzt einmal 100 Jahre Arbeiterkammer feiert, sich freut über die Erfolge. Es gibt eine hochpositive Bilanz und dass man zuversichtlich in die Zukunft schaut, dass in unserem Land Österreich die Lebensbedingungen sehr gut sind, besser als in den meisten anderen Ländern in Europa und auf der ganzen Welt. Und dass die Arbeiterkammer weiterhin ein verlässlicher Partner bleibt für die Menschen in der Steiermark und dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wertschätzung erfahren und gerne in der Arbeiterkammer für die Menschen des Landes arbeiten. Noch einmal 100 Jahre, auf alle Fälle. Gesunde, gesund und sportliche. Gesunde, sportliche im Endeffekt zu bleiben. Ja, frisch bleiben und geschmeidig bleiben für die nächsten 10 Jahre, sagen wir jetzt einmal. Also zuerst möchte ich der Arbeiterkammer natürlich meine Glückwünsche überbringen, weil 100 Jahre, das ist wirklich eine Leistung. Und es wäre natürlich schön, wenn es die Arbeiterkammer weiterhin gäbe. Ich würde mir wünschen, dass Reformen angegangen werden, dass man wirklich das Miteinander mehr in den Vordergrund stellt, dass man nicht polarisiert, sondern wirklich schaut, wie komme ich auf einen Nenner, nicht gegenseitig ausspielen, sondern wirklich, dass man schaut, wie kann ich vermitteln. Da sehe ich eher die Rolle eben im Vermitteln und dass es auch so gemacht wird, dass man gute Kompromisse eingehen kann und das wirklich in einem guten Ton miteinander passiert. Die Arbeiterkammer ist eine wichtige Interessensvertretung und ich hoffe und wünsche der Arbeiterkammer zum 100. Geburtstag, dass sie die Interessensvertretung weiterhin ist und dass sie die Nummer 1 ist als Anlaufstelle für Rat, Information und Hilfe in vielen, vielen Belangen für unser tägliches Leben.